Ja, wenn du es schaffst, ist das natürlich geil. Ja, müssen wir. Ja. Weil so kannst du die Motorrad fahren. Was hier 100% gut ist, ist da 80% leise. Also es ist immer ein Kompromiss. Ich habe jetzt alles abgedreht, so weit wie es nur ging. Und ich kann das Heck kaum bewegen. Ja, also da kann ich dir nur anbieten, dass wir schauen, dass wir bis Donnerstag das hinkriegen, weil wir fahren nämlich Donnerstag nach Grün. Ja, wir setzen uns halt jetzt auf die Prioritätsliste. Ne? Wir haben zwar andere Arbeit auch, aber das ist ja wichtig jetzt, dass du am Sonntag nach Kroatien fahren kannst. Das ist mir auch wichtig. Ich will dir ja gerne helfen und dann schauen wir uns das an. Ne? Hallo, Nering Kutzi, ja, der April, wenn du dich erinnerst. Ja. Da waren wir in der Box. Wo April? Die April, ja. Ja, das war ja mit dem Kunden. Wir haben dich da gesehen, ne? Die sind das ja, die kommen von anderen, ja. Siehst du viele Leute? Ja, ich sag. Alles gut. Mit draußen schön. Also, ja. Rein damit, ne? Nee, ich bin früher, ne? Alter. Stefan, das ist ein schönes Federbein spielen. Ein Klassiker. Hast du. Da schnallst du auch. Lass uns Zeit haben, wir haben keine Ahnung. Zu hart. Wie kommst du denn da drauf? Halt mal ein bisschen da, bist du retardiert. Dann wundert sich natürlich auch nicht, wenn ich sage, ich habe extremes. Der hat doch keinen Rebar, glaube ich, noch zugeschnallt, oder? Der ist alles zu. Ja. Also, das kannst du ja gar nicht machen, ne? So die also, Bombe. Also, ich würde mal weiterzählen zu der Story. Ich habe es halt, wie gesagt, da gehabt. Die haben mal neue Federn vorne reingemacht. Hinten neue Feder, Service gemacht. Ich habe die Gabel komplett ohne Vorspannung zurückbekommen. Habe sogar Rundenzeiten abgeben sollen, dass es halbwegs einstellen kann. Und ja, habe dann halt am Nachmittag da gelegen, weil die Gabel auf Block war und mir dann halt Vorderrad eingeklappt ist. Ne? Dazu oder ich rüber. Und dann bleibt das halt. Na, schaut erstmal. Ich wollte euch volltexten. Ja, ich hab noch gar nicht so richtig zugehört, weil erst einmal einen Eindruck vom Motor haben. Ja, ja, 2,555, 17. Und die, achso. Da wird man richtig schwindelig. Ja, das ist mir auch geworden. Wir haben das Originalverwerk noch ganz entspannt jetzt 2,7er Seite gefahren und da musste ich mich strecken, um 8er zu fahren. Wundert sich wahrscheinlich nicht, oder? Also im Originalverwerk bin ich das jetzt auf jeden Fall besser klargekommen als mit dem überarbeitet. Komplett offen. Ja, besser als vorher schon. Ich dachte, es wird aber bewegt. Da hat einer hat sich gedacht, das macht irrsinnig viel Spaß, ganz viele Schimmscheiben in so auf so einen Kolben drauf zu legen, weil dann ist das richtig schwer, dass das Öl da durchkommt. Das ist super. Mehr Schimms, mehr besser. Ja, viel hilft viel. Das ist genau das. Ist eine Feder drauf? Ich spiele nur die Feder, ich spiele nur den Dämpfer. Hast du irgendein Setting-Sheet von demjenigen bekommen? Nö. Ich kann dir höchstens sagen, was drin ist. Ich habe also die Rechnung dabei. Was ist denn für ein Fehler? Warte. Weißt du es auswendig oder sollst du nachschauen? Ich habe die Rechnung, habe ich da. Rechnung von denen habe ich noch. Da steht es dann immer drauf. Hinten am Federbein. Hat schon 10 auch mal. Nee, aber am Federbein hat er gar nichts gemacht. Also? Vorne, wir haben gesagt, die Gabel hat noch nicht mal. Die stand schon ohne Vorspannung da, glaube ich. Ja, das ist nicht das Problem. Das ist nicht dein Problem gewesen. Okay. Das Problem ist das Heck. Ja. Aber das war auch ein Problem, deswegen habe ich halt da gelegen auch. Wegen mangelnder Vorspannung. Das glaube ich nicht unbedingt. Meinst du nicht? Das muss nichts heißen. Also es fing an mit einem Rutscher am Hinterrad und ich habe den dann quasi schon wieder gefangen, aber dann kam vorne gleichzeitig auf Block und dann habe ich halt da gelegen, in Kurve 7.
Also die Federvorspannung hinten ist maximal draußen. Die geht nicht weiter raus. Von vielleicht, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat ein Dämpfungspaket eingebaut, was irrsinnig viel zu heftig ist. Oder die Feder ist einen Tacken zu lang und hat jetzt in der komplett zurückgedrehten Federvorspannung schon immens Vorspannung. Das kann ich jetzt eigentlich erst beurteilen, wenn wir das Federbein ausbauen und messen. Weil das ist strange. Hört sich auch wieder so an, ja. Weil da bewegt sich ja nichts, was soll ich da machen? Ich höre komplett auf und es schmeckt noch 20 Umdrehungen aufmachen. Ja. Alter, da hat sich einer verwirklicht, du. Ja, ich befürchte es auch. Sportlich. Die Front ist nicht das Problem, das kriegen wir hin, aber das Heck ist dein Problem, nicht die Front. Ja, ich denke mal, deswegen habe ich auch so wenig Griff auf den. Ja, das glaube ich, da hast du da keinen Griff. Alter. Also es war alles andere als angenehm zu fahren. Dann wundert mich der Bobbeln auch nicht beim Rausbeschleunigen. Ja, aber der Reifen auf der Felge, aber ich habe, wie der Reifen ausschaut. Das ist jetzt der erste Mugao. Oh ja, also negativ Federweg haben wir aber mehr als genug. Also das ist nicht, dann ist es nicht die Vorspannung, sondern ist es lediglich die Dämpfung, ne? Mhm. Stein haben wir auch nicht übersehen, oder? Nein. Und was? Ja, die lag ja im Kies. Die lag ja Kurve 8, die lag ja im Kies. Nach dem Kiesbett. Also wir haben sehr viele Steine rausgeholt. In der Schwinge dürfte aber nichts mehr drin sein. Also da haben wir eigentlich komplett nachgeschaut. Ich bin am dritten Tag noch wieder gefahren. Also da ist irgendwas gewaltig im Augen da. Also ich möchte, ich weiß ja nicht einmal, vielleicht hat er sogar das Federbein falsch zusammengebaut. Weil das sich so komisch anfühlt. So, also wenn das Öl will in der Druckstufe, will das, das will nicht durch. Falsches Öl? Zu dickes Öl vielleicht, aber es ist wie, als wenn das anstehen würde. Vielleicht hat er einmal den Kolben verdreht. Vielleicht hat er den Kolben verdreht, genau. Deswegen habe ich gerade gesagt. Der Rüberpaket der ja? Druckstufe geändert. Ja. Den Kolben von auf der Kolbenstange verkehrt rum und dann hast du ein Problem. Also es fühlt sich ganz komisch an. Deswegen reagiert es vielleicht auch überhaupt nicht auf die Einstellung. Sag mal so, jetzt mal unterm Strich, kann ich das Bike am Sonntag mit einer Jäger nehmen, ja oder nein? So, kann ich, so kannst du nicht Motorrad fahren. Naja, das denke ich mir. Was ist das für Tag? Dienstag. Dienstag, ja. Wo kommst du her? München. Ja, das geht. Also das Bike ist ja eigentlich fertig soweit. Ich glaube, lass mich mal ausreden. Ja, fertig. Lass mich mal ausreden. Fertig. Wir fahren ja hier vorbei. Ich ja, dachte, ja. Könnte ich es ja dann wieder einsammeln. Ja, also die Gabel ist nicht das Problem. Ich finde die Gabel gar nicht so schlecht. Also ja, der auch in Mungau. Das war schon Mungau. Ein paar Nunjahrige nochmal dran rumgebaut. Ich finde die Gabel nicht schlecht. Ja. Seit er die Vorspannung gemacht hat, ein Panonierig passt das auch mit der Gabel, finde ich. Also, finde ich jetzt nicht schlecht, fühlt sich gut an. Also, ja. Schön zäh, aber nicht zu zäh, ja. Nicht zu langsam beim Rauskommen. Gabel, ja. Vielleicht ein, zwei Klicks, aber die Gabel ist nicht weit weg von dem, was sie soll. Mhm. Also wirklich nicht. Gabel. Nee, die fühlt sich auch echt gut an. Ja. Also, aber jetzt auch keinen Aufsteigmoment beim Reinbremsen oder aber so. Aber das, was da hinten los ist, ist strange. Es macht Spaß, ja, beim Rausfahren. Macht richtig Spaß. Ja, also, da kann ich dir nur empfehlen. Federbein rausreißen, schauen, was da Sache ist, weil das ist. Ah, da ist es, das ist ja total strange. Und mich würde mal interessieren, das ist nicht die Feder, weil die Feder hat. Die hat einen Negativfederweg. Also sie kommt raus, aber sie kommt nicht rein. Das ist wie wenn der. Wenn immer der Kolben nicht, dass das Öl durch kann. Mhm. Also ich weiß nicht, was die da verändert haben bei diesem. Da steht dann nur Service-Federbein. Service-Federbein heißt für mich. Federbein zerlegen, Federbein reinigen, Federbein mit neuen Dicht setzen, also am Service-Kit neu zusammenbauen und dann neues Öl rein. Das ist für mich ein Service-Federbein. Er hat nichts geschrieben von Setting ändern und er hat eine 90er Feder verkauft, aber das fühlt sich halt, die Feder ist nicht das Problem. Ja, also da kann ich dir nur anbieten, dass wir schauen, dass wir bis Donnerstag das hinkriegen, weil wir fahren nämlich Donnerstag nach Brünn. Ich kann mir das organisieren, dass du, wenn du am Sonntag hier vorbeifährst, dass du das Motorrad mitnehmen kannst, das ist kein Problem. Das ist wirklich organisiert. Aber wir persönlich sind dann immer da, wenn du sagst, also Stefan und ich fahren Donnerstag nach Brünn. Das heißt, wir können da höchstens morgen Federbein raus und nachschauen, was da im Abend ist. Mhm. Aber irgendwas ist der Fall, ne? Ist das ja, wie gesagt, ich bin jetzt nach ein paar Nürnberger nach Mungau gewesen. Aha. Ende Mai. Hat sich jetzt nicht so schlimm angefühlt wie am Sturz. Aber schön war halt auch anders, ne? Naja, ist ja klar, es bewegt sich ja nicht. Da macht der Arbeiter, das siehst du auch am Reifen. Eben. Das ist das Bild, hab ich noch so noch nicht. Das ist ein Bridgestone. Das, oder? Nee, das ist ein Conti. Ah, das ist ein Conti. Das ist ein Medium Conti. Naja, gut. Aber also das, was du hier siehst. Das hatte ich halt noch nie vorher. Ja, ist ja klar. Das ist die Belastung vom Reifen, weil
durch das, dass sich das Heck nicht bewegt, muss jede Bewegung der Reifen machen und das macht er bis zu einem gewissen Punkt. Und ab einem gewissen Punkt hat er so viel Last drauf, dass er dann anfängt halt einfach so aufzureißen. Also da kannst du auch einstellen in dem Fall, was du... Ich habe jetzt alles offen und... Alles aufgedreht. Federvorspannung, Triebe, Dämpfung im Druck und Dämpfung im Zugstück, alles offen. Ja, wenn du es schaffst, bist du das, dann finde ich geil. Ja, müssen wir. Ja. Weil so kannst du den Motorrad fahren. Nicht wirklich, ne? Das ist ja sinnfrei. Also, boah. Also. Wenn der Fahrer dann wieder stürzt, ja, und eben. Dir weht, tust du den Motorrad kaputt machen, dann kostet ja was. Ja, hat mich eh schon 2 Stunden gekostet am Tag. Ja, eben. Das wäre also vermeiden gewesen. Also, die Gabel ist nicht schlecht, aber auch wenn ich jetzt den Brillo draus drehe, dann ist die nicht so viel schlechter, dass die deswegen einen Sturz verursacht. Also, das schließe ich komplett aus. Okay. Gell? Also, das ist das Problem. Mhm. Das ist das Problem. Die Gabel, selbst wenn die ganz soft ist, ja, dann taucht sie ein bisschen schneller ein, aber die Gabel fühlt sich sehr stramm an, auch vom Öl, sehr sehnig. Mhm. Ich glaube nicht, selbst wenn man die jetzt komplett ohne... Du drehst das Ding rein und der ist der Geber für, ja, die Federvorspannung. Und der geht runter, ist jetzt voll vorgespannt. Ja. Normal steht der hier oben. Ja. Wenn wir bekommen, einen Tag ringelt sich dann. Die war komplett gleich, gleiche Gabel? Nee, als Beispiel. So. Ja. Und jetzt ist die komplett das draus, aber das ist ganz drin, das ist der Federvorspannung, der Ring. Drückt auf die Feder, also ist fast komplett vorgespannt. Wir haben jetzt auch gerade die gleiche Gabel, tatsächlich haben wir auch von 8,8 auf 10, mhm, weil das macht schon Sinn. Mhm. Aber mit einer 10er Feder, selbst wenn die keinen Kühler hat, gell, gehst du nicht auf Block. Nein. Ja, weil der Kabel will da immer ganz unten. Du gehst mit der 10er Feder nicht auf Block. Ich fahre 9,5. Mhm. Was heißt ganz, ganz unten oder fast ganz unten? Ja, der war ganz unten, komplett. Hast du denn einen Stempel beim Bremsen gehabt, das vorne gemacht hat? Das hat auf jeden Fall hart. Weiße Stempel, weiß ich, kann ich nicht sagen. Nein, ich glaube nicht. Mhm. Also, das ist richtig so, also, hat, glaube ich nicht, aber ich. Na, wenn ihr auf Bock gehst, dann kommt der Reifen, muss übernehmen und dann fängt der an zu knautschen und dann hast du dich gestempelt. Ja. Außer du bremst, ja, überbremst hinten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich den Freitag so unwohl gefühlt, dass es dann auch nicht ausgereizt ist. Also mit deinem Gewicht 2,10er Federn bringst du jetzt zu einfach in der Flop. Denke ich mir. Nicht alles, was über 2,0 ist. Mhm. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber lass nicht vergessen, Matthias, die Federn andrücken, um die Zeit zu fahren, um 2,5. Klar, manche bremsen auch mit 2,30 brutal stark, das haben wir auch schon gehabt. Ja. Aber trotz alledem, also 2,10er Federn, das wäre jetzt was anderes, wenn Standardfedern drin wären, 8,8er. Ja, also wenn Standardfedern drin wären, 8,8er. Mhm. Aber das Problem ist nicht die Gabel, wie schon gesagt, die Gabel spricht gut an. Mhm. Die Gabel hat die richtigen Federn drin. Wenn man dem Glauben schenken darf, was ich glaube, es fühlt sich genauso an wie das, was draufsteht. Wir haben die Gabel jetzt erst zerlegt von einem anderen Ehren, 19 war das, aber das gleiche Gabel. Das ist fast, ja. Ja, da haben wir es auch von 8,8 hoch auf 10, macht total Sinn, ja, war auch die richtige Entscheidung von dem. Mhm. Es muss auch nicht heißen, dass das ein Idiot ist, es kann nicht sein, dass der halt da einen Fehler gemacht hat. Oder es ist irgendwas kaputt gegangen, das muss ja nicht sein, dass er deswegen ein Idiot ist. Ne? Also um Gottes Willen, weil die Gabel fühlt sich gut an. Mhm. Und ich glaube nicht, dass du wegen der Gabel gestürzt bist, glaube ich nicht. Mhm. Aber dass du hinten keinen Grip hast, ist klar. Nur weil der Hubindikator unten ist, heißt das nicht, dass es A auf Block ist, weil du weißt nicht, wo ist dein Blockmaß. Mhm. Es gibt Gabeln, die sind hier oben auf Block und es gibt Gabel, da fährst du den Kabelbinder bis da runter und du bist trotzdem noch nicht auf Block. Okay. Weil nur weil diese Staubkappe hier den Kabelbinder runterschiebt, hättest du theoretisch immer noch diese 5 mm vom Kabelbinder Luft. Du weißt es nicht. Das kann man ausmessen, wenn die Gabel zerlegt ist. Mhm. Dann kann man die Cartridge ohne Feder zusammenbauen mit der Cartridge-Kappe und kann sie zusammenfahren. Und dann kannst du schauen, wo ist das Blockmaß. Dann weißt du es. Und jede Gabel hat ein unterschiedliches Blockmaß. Und nur weil der Kabelbinder da unten ist, heißt das nicht, gar nichts. Okay. Ich zum Beispiel. Ich ausgegangen, dass wir ja, genau. Das ist das Gefährliche dran. Man geht einfach von was aus. Okay. Ich zum Beispiel mag das, wenn ich beim richtig harten Anbremsen einen Tacken auf Block bin. Okay. Ich will das, warum? Weil ich dann im Radbumper drinstehe von der Cartridge. Und dann den Reifen besser spüre. Und das ist wirklich am äußersten Limit. Und sobald ich dann einen Tacken wieder die Bremse löse, habe ich diese 1,5 cm wieder Luft. Mhm. Und manche wollen das nicht, aber das heißt aber nicht, dass das schlimm ist. Sondern ich will ja maximal Federweg nutzen. Wenn du nicht weißt, was ist dein maximal Federweg, dann kannst du nicht sagen, du bist auf Block, weil du nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, und dann kann es ja auch sein, dass du das vielleicht nur einmal pro Runde hast. Vielleicht beim Anbremsen, Ende statt Ziel, wo noch eine Bodenwelle ist. Ja. Und diese Bodenwelle macht dann kurz klack. Und dann ist es unten. Dann ist es halt unten einmal. Oder schiebt es einmal kurz runter.
Das heißt, also man, das kannst du eigentlich nur bestätigen, wenn du eine, also ohne Data Recording eine Kamera dran tust, dann siehst du, wo ist die Gabel im Laufe der Runde. Mhm. Wenn du siehst, ah okay, geht nur einmal ganz runter, solange ich da in dem Moment kein hab oder sonst was, dann ist es okay. Dann nutze ich ja vollen Federweg, was ja gut ist. Also richtig, 100% kannst du es ja nur mit ihm zusammen auf der Rennstrecke einstellen. Du kannst ja von hier nur, sagen wir mal, 95-90% machen. 100% gibt es sowieso nicht. Es gibt es auch nicht, wenn ich mit dabei bin. Und das gibt es sowieso nicht, weil was hier 100% gut ist, ist da 80% scheiße. Also es ist immer ein Kompromiss. Temperatur, Rennstrecke. Kurven, Fahrstil, hier Bremsen, hier brauchst du Bremsstabilität, hier brauchst du Grip, hier brauchst du Wendigkeit, das ist ja alles, was dich widerspricht. Das heißt, du musst ja immer irgendwo einen Kompromiss in einem Fahrwerk finden. Klar. Es gibt kein perfektes Setting. Das ist unmöglich. Gerade für einen Hobbyfahrer, sag ich mal, ist es ja auch vom Geldtechnischen meistens auch mit drin. Das ist ja auch eine Geldsache, weil du da alles halt irgendwo reinsteckst. Das muss ein guter Kompromiss sein, und das geht's. Genau. Und den muss man finden. Und man, dazu muss sich halt wohlfühlen, nicht Stress sein, finde ich, und sich halbwegs halt, ja, das Selbstvertrauen oder das Vertrauen zum Bike muss halt da sein. Genau. Das ist halt momentan nicht da. Genau, das ist ja klar. Das ist klar. Wenn du keinen Grip hast, wenn du hätte ich auch kein Selbstvertrauen. Fährst du auf den Reifen. Der Reifen ist nicht dafür da, sonst hätte man sich die Arbeit mit dem Fahrwerk sparen können. Hätte man nur Stangen einschmeißen können. Stangen haben fertig. Der Rest macht der Reifen. Also im Nachhinein, was du jetzt so erzählst, bin ich echt froh, dass ich den Garo so gut überlebt habe. Ey. Ja. Das ist dumm, wie es sich anhört. Gut viel Auslaufzonen. Ja. Ja, sollen wir das Federbein morgen ausreißen, oder? Ja, ich mal. Wäre super, wenn es nicht deckt. Ja, wir setzen uns halt jetzt auf die Prioritätsliste. Ne? Wir haben zwar andere Arbeit auch, aber das ist ja wichtig jetzt, dass du am Sonntag nach Kroatien fahren kannst. Das ist mir auch wichtig. Ich will dir ja gerne helfen und dann schauen wir uns das an. Ne? Cool, so. Nichts zu haken. Stefan, was hat jetzt genau bei der RN22, was war jetzt da genau die Lösung oder was hat da jetzt genau zum Durchbruch für den Kunden geführt? Wir haben von der Druckstufe den Shim-Stack geändert, weil der Ölfluss einfach viel zu langsam war. Die Beschimpfung war da ein bisschen zu stramm, also Stahlfederplättchen waren zu stark, zu dick. Und dadurch war der Ölfluss zu langsam gewesen und das Motorrad hat so langsam eingefedert, dass du meinst, du hättest Stahlstangen verbaut. Und daraufhin, druckstufenseitig aber nur, und wir konnten es auch testen am Prüfstand kurz, habe ich das Shims-Paket abgeändert, mit dünneren Shims-Plättchen natürlich, und den Ölfluss zu beschleunigen und dadurch ist das Federbein wieder, wie es sein soll. Und es funktioniert einwandfrei. Ich hoffe, dass wir eine Bestätigung bekommen vom Kunden, dass er das uns bestätigt und sagt auch, super Arbeit, funktioniert super wieder. Hi. Servus! Und? Wie geht's? Ja, läuft ganz gut. Ja. Es ist halt total heiß, aber bevor ich dir erzähle, du warst ja letztens selber hier. Ja. Ja, wie gesagt, Pumpen ist eigentlich weg. Nur Start-Ziel halt raus, wenn du halt voll durchziehst. Ich, wie gesagt, traue mich noch nicht wirklich, muss ich sagen. Ich glaube, den Rechtsknick Start-Ziel raus habe ich Gas halt ganz auf. Da pumpt es halt noch. Im vierten bin ich halt unser genau in Schräglage immer schalten von 3 in 4, von 4 in 5. Und da bin ich halt voll in Schräglage auf Start-Ziel. Und da bringe ich dann halt als Pump. Ja, du musst da auf Start-Ziel rauf, speziell musst schauen, dass du schon früher hochschaltest und gut in den Rasten stehen und du musst voll draufbleiben, du darfst nicht lupfen. In dem Moment, wo du das Gas bewegst und lupfst, hast du einen Transfer im Motorrad und dann hast du Bewegung. Das ist da ganz normal an der Stelle und du musst gut in die Fußrasten stehen und den Arsch ein bisschen hochheben. Klar, dass das Bike arbeiten kann. Das genau. Ist kein Problem, also es war gestern auf jeden Fall schlimmer, aber das war schon recht, das ist einfach, wenn du die Gasstöße unterbrichst und nicht flüssig Gas auf Zug durchgibst, denke ich mal. Ne? Genau. Aber sonst Fahrwerk passt jetzt, oder? Ja, super. Also Gabel vorne ist super und Federbein passt auch soweit, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch durch Verstellen noch besser wird, glaube ich fast nicht. Also ich habe eigentlich nur noch Startziele, die ich auch mit sehr dran, wie du schon sagst, dass ich den Zug halt unterbreche. Ja. Ja, bei der Geschwindigkeit und der leichten Schräglage darfst du den Zug nicht unterbrechen. Dann musst du ganz ruhiger Motorrad bleiben, sonst hast du bei jedem Motorrad eine Bewegung drinnen. Da fährst du mit 260 in Schräglage. Ja, genau. Und wie gesagt, das ist auch nicht wirklich beängstigend. Also da kommst du damit klar. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, das ist irgendwie gefährlich oder sonst irgendwas. Ja. Okay, cool. Super. Also du bist happy soweit, oder? Ja, super. Danke für den Support und Daumen hoch. Super, freut mich. Also ich bin echt top zufrieden, ey. Danke, dass du mir das Wochenende vor allem gerettet hast. Kein Problem, super, freut mich. Sitzen bleiben und viel Spaß noch, ne? Danke dir. Alles klar, danke. Ciao, ciao. Also, Servus. Ciao. Grüße. Ciao.